tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Azumarill vor. Azumarill ist die Weiterentwicklung von Azurill und Merrill und hat einen Wasser-Fee-Typ, was ihm eine Schwäche gegen Pflanze, Elektro und Gift, eine Resistenz gegen Feuer, Wasser, Unlicht, Eis, Kampf und Käfer sowie eine Immunität gegen Drachenattacken gibt. Wirft man einen Blick auf die Basiswerte von Azumarill, könnte man erst meinen, hier ein defensives Pokémon vor sich zu haben, da weder die Angriffswerte noch die Initiative etwas hergeben, die Defensivwerte hingegen recht ordentlich sind. Allerdings hat Azumarill eine Fähigkeit, welche sich enorm auf seine Kampfkraft auswirkt. Kraftkoloss verdoppelt nämlich einfach mal seinen Angriffswert und davon sind nicht nur sein Basiswert, sondern auch die DV und die EV betroffen. Die EV stecken wir bei Azumarill komplett in KP und Angriff. Die letzten 4 kommen in die Initiative, damit wir mit minimalem Aufwand alles mit 50 Base Init überholen können. Als Wesen nimmt man am besten Hart, um den Angriffswert zu maximieren. Als Attacken nehmen wir Kaskade, Knuddler, Eishieb und Wasserdüse. Als Item bietet sich Überreste oder eine Offensivweste an. Wie man dieses Azumarill spielt, sollte eigentlich recht klar sein. Man wirft es in den Kampf und haut einfach drauf. Wenn man der Meinung ist, dass man den nächsten Schlag nicht mehr überlebt, dann benutzt man einfach Wasserdüse, um mit Prio draufzuhauen. Wenn euer Gegner Pflanzen, Elektro oder Gift-Pokémon in den Kampf bringt, dann wechselt einfach aus. Da es für diese Attacken auch Pokémon gibt, die ihnen komplett resisten, kann man auch ein wenig Support für Azumarill einbauen. Stahl-resistet Gift, Elektro-resistet Boden und gegen Pflanze gibt es Vegetarier. Ansonsten kann man Azumarill auch sehr gut mit Wischpassern supporten. Viel mehr gibt's zu Azumarill eigentlich auch schon gar nicht zu sagen, also dürft ihr jetzt wieder aussuchen, wer als nächstes drankommt.